Wir haben gestern einfach Spider-Man gefriergetrocknet. Das war das gleichzeitig dümmste und beste, was ich je gemacht habe. Er ist einfach in der Maschine komplett explodiert und klebte überall fest. Das Blech habe ich absolut nicht rausbekommen und dann musste ich anfangen, die übergelaufenen Ränder abzuschneiden. Leute, das hat so lange gedauert und war so eine Sauerei. Ich glaube, nach einer Stunde war ich dann fertig und konnte das Blech aus der Maschine holen. So sah dann die Oberseite aus. Naja, so richtig erkennen kann man die Spinne nicht mehr und dann habe ich sie auch noch kaputt gemacht. Dann habe ich das Ganze einfach mal umgedreht und schaut euch mal bitte die Unterseite an. Die sieht so viel besser aus. Ich musste Spider-Man unbedingt probieren und was soll ich sagen? Das war so eine Geschmacksexplosion und wirklich das Beste, was ich je gegessen habe. Leute, ich wünschte, ihr könntet das schmecken.